nicht. In der Firmen, ja. Das vierte Mal erinnern. Also das zeugt ja von einer intensiven Beziehung, was uns sehr freut. Ja, Zagreb ist natürlich deutlich größer als Mölln, das wollen wir gerne zugeben. Wir sind hier ein bisschen Provinz, wie man so schön sagt. Aber die große Weltstadt Hamburg ist ja auch entfernt. Fahren Sie da noch hin? Bei den Schön-Ollspielen gibt es noch ein Rathaus. Das ist früher mal der Sitz der Verwaltung gewesen, ist aber jetzt ein Museum. Und da ist jetzt unsere Tourist-Information oder Kurverwaltung, heißt das noch. Ja, wir sind eine, wie gesagt, eine sehr alte Stadt, haben eine sehr alte Kirche, sind aber momentan, haben auch ganz viele Schulen, wie ihr sicherlich gesehen habt, oben in der Schule, wo ihr seid, sind ja noch ein paar weitere Schulen, 3000 Schüler, wir haben 18.500 Einwohner. Und dann haben wir noch eine weitere große Schule, das Berufsbildungszentrum heißt das, da sind auch nochmal 4000 Schüler, also sehr viele Schüler hier in der Stadt. Es wohnen aber auch sehr viele ältere Menschen hier in der Stadt, haben auch einige Altenheime und es gibt, da habt ihr sicherlich auch schon mal gehört, eine demografische Entwicklung. Die Leute werden immer älter in Mölln, es gibt immer weniger Geburten, das ist eine Entwicklung, die wir hier auch spüren und vor allem spüren wir hier auch, wenn wir sie dann immer groß gepäppelt haben, die vielen Schüler, Kindergarten, Schule und so weiter, dann verlassen sie uns leider häufig, um in die großen Städte zu gehen. Das ist bei ihnen dann vielleicht etwas anders, da kommen sie aus dem umliegenden Gemeinden nach Zagreb. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier historisch gesehen eine alte Salzstraße, heißt das hier. Das ist ein historischer Weg, der im Mittelalter das Salz aus der Stadt Lüneburg nach Lübeck gebracht hat. Auf dem Landwege, aber auch auf einem alten Kanal. Also ein Kanal führt auch hier an der Stadt Mölln vorbei. Wenn ihr mal in Lübeck seid, könnt ihr auch daran denken. Und vor allem in der jüngeren Geschichte, ganz bedeutsam, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 hat sich die Einwohnerzahl hier innerhalb weniger Monate verdoppelt. Wir waren hier vorher ein relativ kleines Städtchen und innerhalb weniger Monate sind die ganzen Flüchtlinge, die aus den alten deutschen Gebieten, Ostpreußen, wo sie alle herkamen, hier in die Region geflüchtet. Die sind hier mit einem Handwagen, mit Pferdewagen angekommen und da hat sich die Einwohnerzahl innerhalb weniger Monate verdoppelt. So, die Nachfahren leben natürlich alle noch hier. Das war der erste einschneidende Schnitt in der jüngeren Stadtgeschichte und der zweite war natürlich die sogenannte türkische Gemeinde mit 440 Einwohnern. Aber es gibt jeden Tag einen Gedenktag, wo dann auch im letzten Mal werden, das weiß ich nicht, wo dann auch die viele Handwerksbetriebe haben wir hier. Das ist immer so im Groben und Ganzen die Wirtschaftsstruktur, die wir hier in Mölln vorhalten. Was ihr sehen müsstet, neben dem Marktplatz, auch in Mölln geboren, das ist schon ein paar Tage her, aber dann auch 25 Jahre nicht hier gewesen und darf seit 4 Jahren den Beruf des Bürgermeisters machen. Alle 6 Jahre wird man dann wieder gewählt. Das vielleicht zu meiner Person. Ich habe 4 Kinder. Eine geht auch noch zur Schule, auf dem Schulberg. Ich bin aber auch schon Großvater. So. Das von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr hier seid. 1. Juli. 1. Juli schon. Gut. Das nimmt ja, geht ja immer. So. Wir sind zurzeit wie viele Mitglieder? 27, glaube ich. 28. Sie sind die 28. Oh Gott, ja. Allgemeine Bildung, das dachte mal. Spiegel vorhielt, er hat sich über sie lustig gemacht. Das habe ich gesagt, aber auch so weit.
Peitsche gespielt und mit seiner frechen spitzen Zunge einen Spiegel vorgehalten. Schaut in meinen Spiegel, erkennt euch selbst, erkennt eure Fehler, eure Schwächen. Weshalb er auch nirgends lange bleiben konnte, weil man ihn immer wieder gerne weggejagt hat. Er war nicht sehr beliebt, gelegentlich ist es heute noch genauso. Wenn das nicht so wäre, würde ich was falsch machen. Häufig Besuch gehabt in letzter Zeit von Schülergruppen, gerade letzte Woche. Also freut mich persönlich sehr. Ich sage immer, wenn Europa, wenn das mal mit Europa was werden soll, dann ist dieser Schüleraustausch genau das Richtige. Ja, ihr seid jetzt schon, wie lange hier? Eine Woche oder? Und fahrt noch nach Berlin, richtig, nach Schlagsdorf. Familientag ist auch noch. Also Berlin ist sicherlich, war von euch schon mal jemand in Berlin? Das waren die Deutschen. Okay. Und von den Besuchern aus Slowenien, war da schon mal jemand in Berlin? Ja? Einer. Auf jeden Fall, Berlin sagt, Anna ist eine Reise wert und da findet ganz Spaß. Ja, zu unserer Stadt. Wetter ist zurzeit leider nicht so gut, aber durchaus auch mal schöner. Haben wir hier nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Grenze zur DDR, also sozusagen zum kommunistischen Teil von Europa, war hier nur 10 Kilometer entfernt. Das werdet ihr ja in Berlin auch nochmal hautnah erleben. Und wir waren also sehr eng an der Grenze zur DDR. Das hat sich hier auch sehr stark ausgewirkt. Ich persönlich habe das auch noch erlebt. Ich bin tatsächlich auch in Mölln geboren. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, heute sehen wir nur in Form von einigen Schlüsselanhängern, die da dazu noch von euch kommt. Aber ihr wart sicherlich schon auf dem Marktplatz. Ich war dann im Start von den Liefern. Wir haben auch Rollenspiele, Testspiele heißt das, heißt alle 3 Jahre mit hier. Das vielleicht mal in aller Kürze zu verstanden sollen. Also vielen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt an mich, würde ich die jetzt gerne beantworten. Ansonsten habt ihr die Gelegenheit, 2, 3, 4. Also, viel Spaß mit euch. Also der Markt kann sich jetzt Zufall tragen und einen Schlüsselanhänger dazu. Ja? Das meistens würde man noch nicht anbieten. Na, das wurde umgekehrt.